Die Hyperinflation des Jahres 1923 war eine Wegscheide für die Vermögen. Wer sich hier richtig positionierte, der gehörte danach zu den Reichen und wer sich falsch positionierte, war nachher verarmt und eventuell sogar tot. Diese Ungerechtigkeit und die um sich greifende Armut trug mit zum Aufstieg der Kommunisten und der Nationalsozialisten bei. Im Ersten Weltkrieg gab Deutschland den Goldstandard auf, häufte massiv inländische und ausländische Schulden an, begann zur Finanzierung des Haushaltsdefizits Geld zu drucken und erlebte den ersten Schub von Währungsverfall bzw. Inflation. Der Erste Weltkrieg wurde von Deutschland verloren und wer die Karte kennt, weiß, dass das auch eher wahrscheinlich war. Es musste nicht nur die Kriegsschulden, sondern umfangreiche Reparationen zurückzahlen, auch alle Kriegskosten der Kriegsgegner. Die gegenüber den Reparationen, die Frankreich für die 100-jährige Unterdrückung Europas zahlen musste, eine fantastische Übertreibung waren. Wie damals in den meisten Ländern galt auch in Deutschland der Goldstandard. Das heißt, alles Papiergeld und die Staatsanleihen konnten zu einem festen Wechselkurs in Gold umgetauscht werden. Aber die hohen Kriegsausgaben machten einen Umtausch für den Staat faktisch unmöglich, weil das Kaiserreich mehr Gold für Rüstung ausgegeben hatte, als es entsprechend den Papierzetteln hätte hinterlegt haben müssen. Findige Bürger ahnten das und ließen sich direkt bei Kriegsbeginn eilig ihr Papiergeld gegen Gold eintauschen, was zu Bankruns führte. Als Ergebnis wurden am 31. Juli 1914 der Umtausch von Zetteln zu Gold ganz aufgehoben und Patrioten und ihre Frauen wurden aufgefordert, ihr Gold gegen Kriegsanleihen einzutauschen, die nachher weginflationiert wurden. Die Reichsregierung wies die von ihr abhängige Reichsbank an, Staatsanleihen zu kaufen und erlaubte ihr, die Staatsanleihen zur Deckung des Geldes einzusetzen, das sie druckte. Es gab also zum ersten Mal Quantitative Easing, also Gelddruck und Staatsanleihenkauf durch die Zentralbank. Sie druckte von Mitte 1914 bis Mitte 1916 30% mehr an Zettelgeld. Denn in dieser Situation gibt es nur zwei Möglichkeiten. Erstens, die Reichsbank zieht so viele von den Goldzetteln ein, bis sie wieder alle noch vorhandenen gegen Gold umtauschen kann. Der Nachteil dieser Methode ist, dass sie die Wirtschaft in eine Rezession treibt und die weitere Kriegsfinanzierung verunmöglicht. Als zweite Option kann die Reichsregierung den Goldstandard aufheben und Zettelgeld drucken zur weiteren Kriegsfinanzierung. Der Nachteil dieser Methode ist ein bleibender Kaufkraftverlust des Geldes. Weil Krieg eine existenzielle Bedrohung ist, hoben die meisten Länder früher oder später im Ersten Weltkrieg den Goldstandard auf, folgten also der zweiten Option. Kriegsanleihen. Deutschlands Kriegsausgaben stiegen um das 2,5-fache. Seine Bürger wollten, wie alle Bürger, keine hohen Steuern zahlen. Also wurden die hohen Kriegsausgaben zunächst über Kriegsanleihen finanziert. Dazu riet auch Max Warburg, einer der reichsten Männer der damaligen Welt, dessen Bruder Paul Warburg 1913 ein Gründungsmitglied der FED war. Und diese Kriegsanleihen wurden später weginflationiert. Verzinst wurden die Kriegsanleihen mit rund 5%, während die Preise allein im Jahr 1915 um rund 30% anstiegen. Bis Kriegsende verlor die Währung und damit die Anleihen 250% an Wert. Und deshalb wollten sie mit der Zeit auch immer weniger Leute haben. Es gab Käufer, die dachten, dass das Land später wieder zum Goldstandard zurückkehren und sie für die Inflationsverluste entschädigen werde. Das war ein Fehler. Recht behielten diejenigen, die ihnen nicht über den Weg trauten. Reichsbankdirektor von Grimm gab beim Reichsbanktreffen für die achte Kriegsanleihe 1918 zu, dass fraglich sei, ob Deutschland seinen Lasten noch nachkommen könne. Aber statt das weiter zu erörtern, ging es im Treffen um die wirtschaftliche Stärke Deutschlands, seine großartige wirtschaftliche Zukunft, die Fehler und Schwächen der Gegner, die absolute Sicherheit der Kriegsanleihen, formell garantiert vom Reichstag, materiell garantiert durch die Produktivität der deutschen Bevölkerung. Gelddruckorgien. Mit der Papiermark konnte man tauschen, aber Wert aufbewahren tat sie nicht. Als die Bürger, in dem Fall Reichsbürger, die Anleihen nicht mehr zeichnen wollten,
begann die Reichsbank, die Ausgaben der Reichsregierung über Gelddrucken zu finanzieren. Dies führt zu einer Enteignung über die Inflation. Weil kein Kreditgeber Deutschland mehr Geld in Papiermark leihen wollte, wurden Kredite in Fremdwährung aufgenommen. Diese wurden dann in Goldmark, einer fiktiven Währung, die sich an dem Goldpreis von 1914 orientierte, gemessen. Die Reichsbank behielt ihre Goldreserven, aber machte mehr und mehr Auslandsschulden. Vom Gold blieb also rechnerisch nichts mehr übrig und mit den anstehenden Reparationen stand ein Staatsbankrott bevor und dazu kam eine Abtrennung von 12% des Staatsgebiets, 10% der Bevölkerung, 43% der Roheisenkapazitäten und 38% der Stahlerzeugungskapazität. Als die Bürger herausfanden, dass ihre Kriegsanleihen mit entwertetem Geld ausgezahlt bekommen würden und die Unternehmen merkten, dass sie mit einer Schrottwährung ihre Auslandsschulden würden begleichen müssen, setzte eine Flucht aus der Papiermark ein. Das heißt, weil ein reißender Fluss der Papiermark in Auslandswährung einsetzte, verfiel ihr Wert und dadurch setzte dann eine Inflation ein. Das Land entwickelte sich zu einem Eldorado für Ausländer. Mit Auslandswährungen konnte man im Land wie ein König leben, während Staatsbürger Bürger zweiter Klasse waren. Aber diese Investitionen halfen Deutschland auch, denn sie sorgten für eine Nachfrage nach Gütern und nach Papiermark, was die Währung und die Wirtschaft stabilisierte. Zusätzlich stieg die Inflation von 1919 bis 1920 von 100 auf 300, also um 200%, und reduzierte damit die Kriegslasten in Mark auf 75%. Die Flucht aus der Währung wurde zu einem reißenden Fluss. Kriegsabgaben. Um den Schuldenberg abzutragen und weil die Not des ärmeren Teils der Bevölkerung unerträglich war, kam es zum ersten Mal zu umfassenden Umverteilungsmaßnahmen. Kriegsabgaben auf Einkommen mit Höchstsatz von 60%, eine Erbschaftssteuer sowie ein Reichsnotopfer in Form einer einmaligen Vermögensabgabe. Das Reichsnotopfer wurde progressiv berechnet und betrug bei 50.000 Papiermarkvermögen 12% und bei mehr als 2 Millionen Papiermark 65%. Das heißt, wenn man vorher 50.000 Papiermark gespart hatte, deren Kaufkraft bereits durch Inflation reduziert wurden, dann musste man davon noch einmal 6.000 Papiermark abgeben. Und wenn man 2 Millionen Papiermark Vermögen hatte, musste man 1,3 Millionen Papiermark ans Reich abgeben. Das galt für alle Personen, die nach 1912 ihren Wohnsitz im Inland hatten und führte zu schrecklicher Wut bei der wohlhabenden Bevölkerung. Der verantwortliche Reichsfinanzminister Matthias Erzberger wurde später wegen seiner Politik von Rechtsextremisten erschossen. Ebenso erging es ein Jahr später dem linksliberalen Walter Rathenau, weil seine freundliche Verhandlung mit den Alliierten Hass auf sich zog. Warum kam es zu Hyperinflation? Diese Frage beantwortet sich durch die Aufzählung der Optionen, die der deutsche Staat hatte. Möglich ist ein Schuldenabbau über Ausgabenkürzungen, Steuererhöhungen, Umschuldungen, Verwendung von Reserven und Gelddrucken. Ausgabenkürzungen waren nicht möglich, denn neben den Reparationszahlungen liefen die noch übrig gebliebenen Staatsausgaben größtenteils in existenzsichernde Sozialleistungen. In Russland hatte 1917 die kommunistische Revolution stattgefunden, die Sowjetunion breitete sich mehr und mehr in Deutschland aus. Die KPD arbeitete daran, Deutschland kommunistisch zu machen und im Sommer 1920 wurde wegen Plünderungen der Notstand ausgerufen. Ausgabenkürzungen gingen also nicht. Steuererhöhungen gingen auch nicht, denn diese waren bereits mit der Erzberger Reform bis an die Toleranzgrenze durchgeführt worden. Umschuldung ging nicht, denn kein anderer Staat wollte Deutschland Geld leihen. Sämtliche Geldreserven Deutschlands im Ausland wurden im Krieg eingefroren und beschlagnahmt. Das Zentralbankgold reichte nicht mal für eine Quartalszahlung Reparationen. Also blieb nur noch die Druckerpresse, mit der man die Bürger ohne Steuererhöhungen inoffiziell enteignete. Die Auslandsschulden konnte man über die frisch gedruckten Zettel finanzieren und über die Inflation schmolzen auch noch die Inlandsschulden weg. Für den Staat eine Win-Win, für den Bürger eine Lose-Lose-Situation. Die Sache ist, was hätte der deutsche Staat machen sollen? Die ein Drittel der Bankguthaben waren aus dem Ausland und zwei Drittel davon wurden 1921 abgezogen.
Die wohlhabenden Bürger verließen mit ihrem Kapital das Land. Wegen den ins Ausland fließenden Geldzetteln wurden diese im Inland knapp und Bankruns setzten ein, die noch mehr mit Gelddrucken beantwortet wurden. Das Mindset wechselte von Inflation zu Hyperinflation. Aktienrallye. Schon 1920 stiegen die Aktienkurse um 60% und 1921 kam es fast zu einer Verdreifachung der Kurse. Eine Spekulationsorgie, bei der die Aktienkurse, auch inflationsbereinigt, in den Himmel stiegen und die Berliner Börse musste schließen, weil die Orders sie überschwemmt hatten. Diese Aktienrallye spiegelte aber nicht etwa die wirtschaftliche Erholung wider, sondern die Flucht in Sachen, mit der die Leute darauf wetteten, dass die Papiermark untergeht. In Devisen konnte man nicht flüchten, denn deren Erwerb war verboten. Wegen dem Boom sank mitten in der Inflation die Arbeitslosigkeit und die Gewerkschaften verhandelten große Lohnerhöhungen, die aber trotzdem nicht mit der Inflation mithalten konnten, sodass ein Verlust in Realeinkommen von 30% entstand. Die Spannungen zwischen Arm und Reich wurden noch ärger. Auswirkungen. Die Großhandelspreise stiegen in einem Monat um 30%, die Lebensmittelpreise um 15%. Es setzten Unruhen wegen den hohen Lebensmittelpreisen ein. Schüsse der Polizei in die Menge, ein Toter, 20 Verletzte. Deutschland konnte eine Holzlieferung nicht beibringen und die Franzosen marschierten ein. Und das nicht in irgendein Gebiet, sondern in das damals wirtschaftsstärkste Gebiet, das Ruhrgebiet, nachdem bereits die deutschen Ostgebiete abgetrennt wurden. Das ist so, als würden sie heute Bayern besetzen, während sie Baden-Württemberg schon abgetrennt hätten. Es gab immer mehr Geldscheine. Zusammen mit ihnen stiegen die Preise und der Wert der Mark viel und viel. Die Arbeitslosigkeit stieg ins Unermessliche. Ein Bürgermeister drückte das so aus: Ich habe noch nie erfahren, dass so viele Menschenmassen hungern und umherstreifen. Und alle erkannten, dass die Krise bald in Massenaufstände oder in eine Revolution münden würde. Im Mai 1923 gab es 80.000 Selbstmordopfer jährlich, vor dem Krieg waren es 1.200, im Juni 1923 gab es innerhalb von 10 Tagen eine Teuerung um 41%. Druckerpresse anhalten. Jetzt könnte man ja denken, dass man einfach das Gelddrucken einstellt und dann die Inflation aufhört, aber so einfach ist das nicht. Denn die gedruckten Geldmittel fließen direkt außer Landes und wenn man aufhört, Geld nachzudrucken, entsteht im Landesinnern eine Deflation. Also nicht nur so ein Deflationchen von jährlich 2%, sondern ein Geldmittelabfluss in Höhe von zweistelligen Prozentbeträgen pro Monat. Das heißt, Banken können auch handelsübliche Summen nicht mehr auszahlen, Gehälter können nicht mehr abgehoben werden, Mieten und Lebensmittel können nicht mehr bezahlt werden, es können kaum noch Waren gekauft werden. Kurzum, es entsteht ein umfassender Wirtschaftskollaps. Das Wirtschaftsleben erstarrt. Unruhen und eventuell eine Revolution setzen ein. Deswegen konnte man das Gelddrucken nicht einstellen. Und im Fall der Weimarer Republik wäre wegen dem Ausfall von Reparationszahlungen Frankreich schneller einmarschiert, als man hätte gucken können. Ende der Krise. Was die Krise beendete, waren erfolgreiche Verhandlungen um die Reparationen aus dem Ruhrgebiet, die Einigung über länger dauernde und dafür geringere Reparationszahlungen und die Einführung einer zusätzlichen Währung, der Rentenmark, die durch den deutschen Boden abgesichert war und mit einer Währungsbank, die durch Mittel von Landwirtschaft, Industrie und Handel und des Bankwesens bestellt wurde. Umverteilung. Wer jetzt dachte, er hätte mit der Hyperinflationierung seines Kredites und der Anlage in Sachgüter ein gutes Geschäft gemacht, der wurde im Nachhinein zur Kasse gebeten. Weginflationierte Hypotheken mussten zumindest zu 25% des Goldwertes zurückgezahlt werden. Und auf Inflationsgewinne aus Industrieanleihen, Bankeinlagen und Lebensversicherungen mussten zwischen 17% und 29% des Goldpreises erstattet werden. Trotzdem machten findige Bürger das Geschäft ihres Lebens und waren durch die Inflation zu Reichtum gelangt, während die Mehrzahl der Bevölkerung bitter verarmte. Das führte zu Spannungen in der Bevölkerung, die die Weimarer Republik destabilisierte und den Kommunisten und Nationalsozialisten den Weg bereitete. Fazit: Die Hyperinflation war ein Paradebeispiel für einen überbordenden Schuldenberg in Fremdwährungen, der abgetragen werden musste.
Umschuldung, Schuldenerlass, all das war nicht möglich und so brach sich der Schuldenabbauprozess über den einzig möglichen Kanal, die Inflation, Bahn. Mit der Inflation verschwanden nicht nur alle Ersparnisse für das Alter, sondern die gutgläubigen Zeichner von Kriegsanleihen wurden enteignet. Obwohl ihnen vorher erzählt wurde, wie erfolgreich und stark das Kaiserreich war. Zwar gab es mit den Inflationsboomen eine Aktienrallye, dieser Anstieg hielt jedoch mit den gesamten Inflationsverlusten von 36 Milliarden Prozent letztlich nicht Schritt. Wie die Aktienkurse mit der Währungsreform übertragen wurden, das kann nachträglich schlecht ermittelt werden. Am Ende der Hyperinflation bekam man für 4,2 Billionen Papiermark einen US-Dollar. In der neuen Währung bekam man für 4,2 Rentenmark einen US-Dollar. Der Schuldenschnitt, der mit der neuen Währung einherging, schnitt also 12 Nullen hinten ab. Die Mitnahme des Aktienbooms wird also wohl auf einen Verlust hinausgelaufen sein. Sachwerte, Immobilien und Rohstoffe waren in diesen Zeiten das Rezept für Werterhalt und Wertvermehrung, während Bankeinlagen, Staatsanleihen und Lebensversicherungen den sicheren Bankrott bedeuteten.